Hallo zusammen, ich bin böser Gummibaum der Kleine. Wir spielen Slay Fire. Wir schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Mit der Stillen auf Aufstiegsmodus Level 11. Let's go. Also, Tränke sind schwächer. Okay, jetzt sind wenigstens die Tränke überall gleich stark. Das verwirrt mich weniger. Zufälliges Boss-Relikt. Max, Karte ist im Deck. Wieso nicht transformieren? Es wird besser. Nee. Not sure about any of these. Zwei Karten empfehlen könnte durchaus interessant werden, aber es geht dann meistens im ersten Level geht es schief. Also bei mir zumindest meistens. Es sieht alles nicht nach viel Feuer aus, was nicht cool ist, obviously. Also das 3 Feuer, 2 Elite ist so das höchste der Gefühle. Da hat man noch einen Shop dabei. Nicht viele Fragezeichen. Wie schauen wir da drüben aus? Noch schlechter. Die rechte Seite ist noch schlechter als die linke Seite. Okay, ganz Mini-Deck. Machen wir mal ganz Mini-Deck. Also einmal verteidigen weg, einmal schlagen weg. Und dann können wir gleich noch eine Karte loswerden gleich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt einfach eine gute. Wenn ich keine guten Karten kriege, bringt es nichts, die ganzen Schläge um Verteidigung loszuwerden. Servus Aufstiegsfluch, genau, den gibt es ja auch noch. Das macht die ganze Sache nochmal ein wenig beschissener. Dann haben wir einmal da drauf. Na gut, du bist der Einzige, was noch Sinn macht, nochmal drauf. So, und dann verteidigen wir einmal und dann werden wir geschwächt. Von diesen hinterlistigen Kuschelwürmchen. Okay. Du kriegst mal neutralisieren drauf, dann verteidigen wir einmal und dann killen wir das andere Kuschelwürmchen. Bam! Justice be done! Okay, kannst du mal was anderes machen als angreifen? Vielen Dank. Einmal, zweimal. Rest ist wurscht, dann nächstes Mal bist du tot. Und ich freue mich darüber. Na, jetzt irgendwie, macht irgendwie nicht sehr. Streaky ist der gute Junge, streaky. 13 und Regenerationstrank. Giftwürgen oder durchdringende Säulen? Ein Würgendeck haben wir schon länger nicht mehr gemacht, aber wenn ich ein Würgendeck mache, kriege ich am Schluss immer den Zeitboss, der, wo man nicht viele Karten spielen darf. Giftdeck hat jetzt eigentlich super funktioniert, das heißt, vielleicht sollte ich nochmal Giftdeck machen. Problem daran ist, es ist natürlich ein bisschen fad. Wir hatten jetzt. War das letzte? Ne, das letzte Mal nicht wirklich ein Giftdeck, oder schon? Fuck, ich hab's schon wieder vergessen. Schon ein bisschen, oder? Aber Giftdeck. Wir sind die Stille. Wir machen das tödliche Gift. Let's go. Was werden wir als nächstes los? Frag dir. Unschuldig. Gute Frage. Wenn wir auf ein Giftdeck gehen, eigentlich eher ein Schlag. Okay, super Defense. Sonst wenig. Also, tödliches Gift, Schlag, neutralisieren. Wurscht. Ja, KK. Kein weiteres tödliches Gift. Das verletzt mich etwas. Das war jetzt ein bisschen super Slowplay hier. Was nicht unbedingt positiv ist. Weil jetzt hat er 10. Und was mache ich jetzt? Ich wurscht. Einmal nochmal tödliches Gift. Einmal Schlag. Einmal Überlebenskünstler. Okay, jetzt ist er dem Tod doch schon recht nahe, muss man sagen. Ich meine, wir müssen eigentlich nur 2 Schläge haben, das ist aber schwierig, weil ich die ganze Zeit meine Schläge loswerde. Also wären sie meine ungeliebten Stiefkinder. Ich habe keine Kinder, also müsst ihr jetzt nicht das Jugendamt anrufen. Ist okay. Auch keine Stiefkinder. Keine, nicht, kein einziges. Gut ausgeklügelt. Unendliche Klingen. Ja, unendliche Klingen wäre jetzt natürlich leibender gewesen mit Würgen. Krähenfüße? I don't know about Krähenfüße. Ich finde, die macht den. Wollen wir irgendwie ein Krähenfüßendeck zum Laufen bringen? Krähenfußdeck? I don't love this. Machen wir gut ausgeklügelt. Gut ausgeklügelt ist eigentlich immer leibend. Wo wollten wir jetzt eigentlich durchgehen? Da rechts rum, gell? Naja. Das heißt, müssen wir uns noch mit denen hier rumschlagen. Also du nervst jetzt zum Beispiel, weil du noch nicht gleich drauf gehst. Du gehst nächste Runde drauf. Macht dich aber auch nicht sympathischer. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wenn ich das so direkt, wenn ich so direkt sein darf. Wir werden schwach jetzt. Und
Was macht der jetzt? Jetzt kommt der plötzlich mit 8 daher. Wie wenn er nichts Besseres zu tun hätte. Und obwohl ich die ganze Zeit nur Schläge los werde, habe ich tatsächlich keinen Verteidigen. Not okay. Ich sag's, wie es ist. Nein, ich will den Aufstiegsflug bitte nicht behalten. Vielen Dank. Bam. Verschleimt, yes. Einmal neutralisieren. Einmal Gift. Einmal Schlag. Noch einmal Schlag. Das ist die nächste Runde eh hin, oder? Aber wir auch noch. Oh, bin ich schwach. Oh nein, oh nein, oh nein. Bombidum-bidum. Bombidum-bidum. Goodbye. Weniger herziger der beiden Schleime. Naja, ich meine, jetzt müssen wir irgendwie nochmal tödliches Gift machen, oder? Wobei, nein, müssen wir eigentlich nicht. Nein, vor nicht so viele tödliche Gift. Das ist immer, man muss nicht viele der gleichen Karten, man muss nur weniger andere Karten haben. Na, ja. Das ist jetzt so ziemlich das Schlimmste, was sie hätten machen können im ersten Zug, wenn ich auch noch nicht nur Angriffe in der Hand habe. Jetzt haben sie beide Stärke, greifen wahrscheinlich beide an und ich werde verletzlich, wenn ich den einen kill. This is, how to say this, crap. Ja, und ich kill eh keinen von euch beiden. Shit. Okay, einmal das. Einmal gut ausgeklügelt. Überlebenskünstler, Schlag weg und dann kriegst du ein Gift drauf. Und jetzt, fass mal aus. Jetzt fällt uns alles auf den Kopf. Du bist immer noch hin, aber du bist nächstes Mal hin. Also immer noch nicht hin, wollte ich damit sagen. Wir nehmen nochmal 2 Schaden in Kauf. Ja, ich behalte das Verteidigen von mir aus. Warte, du bist nächstes Mal überhaupt nicht hin, weil du nur noch 3 Gift drauf hast. Whoopsi. Okay, das ist jetzt schön. Einmal, zweimal. Nice. Naja, 9 Leben verloren. Könnte schlimmer sein, könnte besser sein. Geh bitte, jetzt hätte ich echt schon langsam Würgen nehmen sollen. Gott fucking, genau, ich krieg ich auch noch, hä? Darauf bin ich jetzt aber nicht gegangen. Flucht nochmal. Naja, wobei ich will nicht, dass der Kampf so lange dauert, aber er wird möglicherweise so lange dauern. Für 4 Züge. Na gut, 4 Züge geht sich ziemlich sicher leider aus. Ja, und mein bester Angriff ist eine Fertigkeit in dem Fall. Das ist natürlich perfekt gerade. Das ist richtig schön. Das wird ein einfacher Kampf. Oh Gott. Ich muss es machen. Sie ist ja nie tot. Ja, ich meine, ich behalte den Überlebenskünstler, aber es wird alles grausam und schrecklich und ich glaube, ich sterbe. Im ersten Level, vor dem Boss. 15, oi da. Einmal, zweimal, dreimal. I got to. Er stirbt uns nie. Irgendwann kommt er mit der normalen Attacke und dann ist es aus die Maus. Ja, 18. Dude! Er ist nächstes Mal nicht tot, ist das Problem. Ne, ich meine 18, aber wie kriegst du 3 Schläge? Ich krieg 2 Schläge und tödliches Gift. Oh mein Gott, das ist so knapp. Noch ein Schlag. Oh, I hate this. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich das neutralisieren oder den Schlag bekomme. Und I got you. Ja, behalte mal das Verteidigen kurz. Im Notfall wenigstens fett verteidigen können. Aua! Ja, jetzt kommen 27 da. Irgendwas Gutes! Nein! Doch! Ups, ich hab vergessen, dass er dann immer noch mehr Gift drauf hat. Yay, alles cool. Perfekt gespielt, nice. Halkos ist cool. Ja, ich meine, jetzt brauchen wir Unheil auch. Wir brauchen eh mehr Zeug, die wir draufhauen können. Ich glaube, wir müssen hier mal ausruhen, leider. Auch wenn es weh tut. Weil da haben wir gleich nochmal eine Elite. Jetzt bist du aus den netten Berli, okay. Na, ich meine, wenn wir mit tödlichem Gift anfangen, dann fangen wir mit tödlichem Gift an, würde ich mal sagen. Und hauen alles drauf, was wir haben. Und
wäre wieder auch unangenehm. 20 gleich. No mother fucking chill. Einmal, zweimal. Ach mein Gott. Wir haben ihn noch wirklich nicht weiter unten. Dafür, dass er jetzt uns wieder aussaugt. Ja gut, vielleicht kommen wir wenigstens in die 50er. Jetzt bräuchte ich eigentlich Unheil nochmal. Okay, tödliches Gift. Schlag. Neutralisieren. Unheil. Okay, that's something. Ja, wir behalten den Verteidigen. Den Moment. Okay, nochmal tödliches Gift, neutralisieren, Schlag, einmal verteidigen. Naja, die vielleicht sogar zweimal verteidigen können. Aber wir machen ja nicht viel Schaden. Wenn ich jetzt Pech habe, ist es vielleicht... Nein, habe ich aber nicht. Ja, hätte ich machen wollen, nochmal ein Verteidigen. Mumifizierte Hand ist nice, wir haben nur leider keine Mächte. Naja, wir haben eine Macht. Stimmt nicht. Soll ich jetzt noch ein Unheil nehmen? Ich glaube, wir bleiben klein. Zweimal die gleiche Karte. So, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf in dem Kampf, der gleich folgen wird. Schleifstein, neutralisieren und Unheil abgegradet. Das ist klatsch. Das ist sehr klatsch. Ja, greifen beide am Anfang an? Nein. Okay, do Kelly. Ich kann ihn allerdings nicht killen gerade. Which makes me sad. Und wenn wir mal das machen... So, dann kann ich ihn dann einmal verteidigen. Aber ich würde das halt trotzdem gerne auslösen. Ja, ich glaube, wir machen es. Okay, Moment, vielleicht machen wir es sogar so. Du kriegst deinen Trankgeld drauf. Kriegen wir noch einen Schaden. Oh, eine Macht gibt es ja auch noch. Okay, dann können wir das wenigstens noch auslösen. Wir haben es schon ausgelöst, ich Trottel. Und getötet jetzt sind auch. Nee, egal. Es war nicht sehr intelligent, aber es ist okay. Ich hätte das mit der Macht früher checken sollen. Hätte ich das vorher spielen, hätten wir das alles besser hingekriegt. Haben wir jetzt aber nicht. Shit. Unheil ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil der Falsche das Gift drauf hat, der nämlich eh schon krepiert. Das Verteidigen behalten wir mal. Du wärst hin, du brüllst dir was. Du hast immer noch Gift drauf. Wo ist mein Gift, bitte? Man soll die Scheiße. Ich glaube, wir behalten uns das Unheil. Und halt das. Unsinnigerweise drauf. Okay, da ist das Gift. Neutralisieren. Unheil. Schlag. Goodbye. Alles uninteressant. Transformiere eine Karte. Wollen wir jetzt noch einen Schlag transformieren oder einen Verteidigen? Wir sind sehr verteidigungsheavy. Phantomkiller. Gerade wenn ich auf ein Gift decke, bringt das jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich habe einfach keine Geschichte. Okay, ich habe einen Giftstich. Das nehmen wir dazu, damit wir ihn dann Angriff haben. Und dann werden wir noch los. Einen Verteidigen. Gut, dann... Nein! Dann ruhen wir uns als erstes mal aus. Was ist denn der Chef? Du! Schaffe ich das mit 35? Das ist eigentlich machbar, wobei ich würde weniger... Naja. Die werden jetzt... Also er haut mich, bösartigerweise. Das geht sich alles so nicht aus, wie ich das wollte. Tödliches Gift oder Giftstich, lieber? Ich glaube, tödliches Gift. Einmal verteidigen muss schon sein, leider. Warte mal. Ausgeklügelt. Nice. Das war intelligenter. Dann machen wir doch auch noch den Giftstich drauf und dann Unheil. Dann geht es ihm schon nicht mehr so gut. Das ist gut, weil er rennt ja sonst mit meinem Geld davon. Naja, Phantomkiller. Naja. Ja, ich meine, ihn killen bringt hier am meisten, würde ich sagen. Überlebenskünstler, Phantomkill kommt weg. Einmal nochmal verteidigen, haben wir nur einen Schaden genommen diesmal. Verschleimt, sure. Nice, tödliches Gift, Giftstich, Unheil. Das ist schon ein schönes Trio gerade hier.
Natürlich auch wieder ein Sneko-Schädel, wäre geil. Kniestoß oder Dolchnebel ist so die Frage. Beides gut. Ein kleiner AOE kann nicht schaden. Mehr Energie im nächsten Zug kann auch nicht schaden. Ich glaube, ich nehme den AOE. 28. This is dangerous. I know. Nutzen ist den Angriffsschaden verdoppelt. Ich hätte das mal vorher spielen sollen. Dann wäre vielleicht Phantomkiller verbessert worden. Null geworden, meine ich, nicht verbessert. Ich meine, das sollte jetzt machbar sein, falls ich die richtigen Sachen bekomme. Unheil bekomme ich. Nein, er hat schon Gift drauf. 2x20. Get fügt, please. 2x8 und dann nochmal einen Schlag drauf. Okay, das war ganz okay. Wir behalten uns Überlebenskünste. Wie viel Schaden machst du jetzt schon wieder? 10! Okay, Hugo. Okay, wir machen mal das. Schlag. Verteidigen. Neutralisieren. Jetzt hat sich das Unheil eh ausgegangen. So, nein, behalte ich mir mal. Nicht für den nächsten, sondern eher für den übernächsten Zug. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal von Phantomkiller. Yes. Ich meine, nicht so viel Block, aber ich glaube, das lohnt sich gerade wieder sehr. Oder ich block lieber zweimal. Ich meine, ich nehme 7 Schaden und ich habe nicht so viel Leben. Aber das macht so viel Sinn gerade. Vor allem, wenn wir Unheil behalten. Dann haue ich nochmal 40 Schaden drauf, gleich nächste Runde. Und den Giftstich haben wir auch noch. Nice. Giftstich, ich meine, Schlag wird jetzt sehr viel Sinn machen. Ich mache trotzdem das tödliche Gift. Weil das Gift das ist, was uns das am Schluss gewinnt, glaube ich, wenn wir den gewinnen. Wir behalten ein Verteidigen für die Form, in der er jetzt ist. 10. Okay, jetzt haben wir das Neutralisieren wieder. Das ist pretty much dasselbe Move wie letztes Mal. Gehen wir Leute gerade an. Ich weiß nicht wirklich wieso. Ich hoffe, es ist nicht für mich. Du kannst da mal weggehen. Und dann neutralisieren. Und jetzt können wir nochmal Dolchnebel machen. Ich meine, why not? Dann behalten wir uns das Verteidigen. Das Gift tut das seine. Jetzt kommen die 12. Jetzt haben wir nochmal ein Neutralisieren. Das gefällt mir diesmal nicht so wahnsinnig. Unheil will ich mir definitiv wieder behalten. Den Schlag brauche ich diesmal definitiv nicht. Verteidigen. Das Neutralisieren lohnt sich, glaube ich. Auch wenn wir dafür ein bisschen mehr Schaden ausfassen gerade. Jetzt sind es halt keine 40 Schaden, das heißt, das könnte jetzt nochmal richtig unangenehm werden. Vor allem, wenn ich ihn da jetzt nicht um 50 erleichtere, was gut passieren könnte. Bisschen aufpassen müssen wir da jetzt. Ne, es sind nur 12, wir müssen doch nicht so sehr aufpassen. Ja, okay. Fuck this. Kurzer Cut. Alright, da hat er seinen Schlüssel vergessen. Okay. Erst auf 20 muss ich noch 12 Schaden machen, mache ich nicht. Nächste Runde ist er ziemlich sicher tot. Oder auch nicht. Doch, knapp aber doch. Wonderful, das heißt, wir sind nicht gestorben, obwohl wir nicht geheilt haben. Deswegen war es die richtige Entscheidung, nicht zu heilen. Wunderbar. Gifttrank. Ich meine, Leichenexplosion macht zu viel Sinn. Wir haben noch nicht so wirklich den... Nochmal Hexenschwanz. Nicht sehr überzeugt von dem Angebot hier. Okay, wo können wir hier durch? Shop 1 Liter, 2 Feuer, 3 Liter, 3 Feuer. I'd rather not. Da, da, da.
gibt es überhaupt keine Feuer. Was ist mit der Feuerlosigkeit gerade? Es gibt sie nicht. Drei Feuer. Oida? Really? Okay, gut. Da können wir jetzt 2 Liter... 3 Feuer haben. Ein paar Fragezeichen. Wir sind jetzt da nicht da, wo die Events scheiße sind. Tödliches Gift einmal. Und kein Trank, der hier helfen würde. Den Gifttrank drauf. Könnte auch einfach Phantom Killer machen für den nächsten Zug. Machen wir mal das hier und schauen, was 0 wird. Okay, das. Jupp. Behalten zu verteidigen. Kriegen wir jetzt Unheil? Das wäre nett. Kriegen kein Unheil? Das ist nicht nett. Immer noch gleich viel Gift halt. Übrigens eigentlich am meisten. Jetzt habe ich irgendwie Lust, 2 Mal zu verteidigen, obwohl wir Phantom Killer drauf haben. Weil ich nicht so gerne viel Schaden nehme. Jetzt sind wir verletzlich. Okay, das ist nett von ihm. Einmal Unheil, einmal Giftstich, sonst nix. Wir können Überlebenskünstler behalten. Jetzt sind wir die 2 benommen, die wir gerade vorher ausgefasst haben, gleich wieder losgeworden. Er gibt sich selber Stärke, ist unsympathisch von ihm, aber er macht nichts damit. Das ist wiederum sympathisch von ihm. Dann killen wir ihn doch. Jetzt ein Goldfeuertrank vorbereitet. Meh. Kniestoß. Meh. Überspringen. Bin ich beim Shop vorbei. Wir haben nachher eh noch einen Shop. Also muss es eigentlich nicht sein. Dolchstoß bitte. Dolchnebel meine ich. Danke, dass du das Richtige nimmst. Spiel. Dann einmal neutralisieren auf dich. Einmal Schlag auf dich. Einmal Giftstich auf dich. Und dann hätten wir sie mal alle um. Das ist jetzt 9 Damage. Potenziell. Auf der anderen Seite kann ich auch potenziell Unheil haben und ihn gleich einmal wegkillen da hinten. Habe ich auch. Goodbye, my friend. Machen wir das. Oh, Phantomkiller nur. Einmal verteidigen. Oh, und wegen dem Neutralisieren nehmen wir tatsächlich nur 5. Nice. Das, wo sind jetzt bitte meine Angriffs? Ich habe keine Angriffskarten. I love you. Also ich habe dich, das reicht eh jetzt, oder? Doppelt. Das sollte jetzt doppelt, das sollte 4-fach sein. Ja. Jetzt den Goldschwächetrank. Springende Flasche in den Mund. Nein, wir haben gesagt, kein Shop, stattdessen ganz viele schöne Fragezeichen. 100 Gold werde gecheckt. Ich meine, es ist gut. Also, es passt nicht. Nein, es ist nicht so gut. Ha. Okay, das ist nett. Ja, okay, wir haben eh nicht mehr Verteidigungskarten. Also machen wir, glaube ich, springende Flasche. Und dann halt Überlebenskünstler. Aber es ist halt ein bisschen wenig Block. Blocktechnisch habe ich gerade eher größere Probleme. Unheil war das jetzt sehr leiwand. Nein. Blocktechnisch habe ich wirklich große Probleme. Kann ich nicht. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht mal killen hier, oder? Mit dem Feuertrank zusammen. Wieso ich mein Unheil nicht bekomme, wenn ich es brauche? Ja, blocktechnisch sind wir echt ein bisschen problematisch unterwegs gerade. Geht's. Hm. Geht klar, erst. Okay, das nächste Mal ist er eh hin. Aber vorher das Unheil und ich will jetzt nicht auf 32 leben. Warum denkst du, wir haben nachher noch gleich den Elite? This is not gonna be fun, ist das Problem hier. Yes, please. Ich meine, es wird langsam was, aber jetzt müsste ich heilen können, sonst hätte ich ein Problem. Heilen? 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 Du bist komplett geheilt? Huh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 u
Ah, was bin ich für den Luckbox, ey. Wie wollt man dann? Genau, da müssen wir dann durch. Und dann hier irgendwo noch aus. Ja, genau, okay. Es wird sowieso schwierig genug, aber... Das war ein bisschen lucky. Ein bisschen. Das ist nur gewonnen, springende Flasche. Wonderful, machen wir das gleich mal. Ja, genau, auf den. Neutralisieren. Über Leichenexplosion. I guess, Phantomkiller, ich muss es sonst machen. Schwächetrank braucht noch jemand drauf, du. Und ich glaube, wir werfen gleich mal auch noch mit dem Feuertrank um uns. Nein, den Aufstiegsflug brauche ich nicht, danke. Weil der da rechts drauf gehen muss, bitte. Er kommt jetzt schon mit dem Netz daher. Look at him go. Ja, okay, das ist fast schon übertrieben, aber du... Nein, du hast auch Gift drauf. 2x12 killt dich. Einmal Unheil killt dich. Also killt dich nicht, aber tut dir extrem weh. Und ja, ich darf nicht vergessen, dass ich eure Chalkos habe. Ich meine, giftige Dämpfe wäre auch mal nett, damit das Gift nicht immer weniger wird, sondern stattdessen immer mehr. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wir behalten noch einen Katalysator, das muss natürlich eigentlich auch verbessert werden hier. Katalysator Leichenexplosion macht 12, 24, ist nicht so viel. Oh, hätte das gereicht? Nein, oder? Nein, 230. Alright, den Elite hätten wir mal überlebt. Blutfiole. Meh. Ein Fluchtplan kann nicht schaden. Ist leider schon wieder ausruhen. Gerade ist nichts mit Schmieden. Da müssen wir da durch. Gegen dich kämpfen. Springende Flasche. Giftstich. Ah, wir hatten noch die Macht nicht, mit der ich mir die Karte tatsächlich behalten kann. Ich meine, das würde irgendwas 0 machen. Und das heißt, es macht jetzt das 0. Das heißt, wir können das zuerst spielen und dann noch Unheil. Kommt mit 18 Schaden daher. Eieieiei. Zur Verteidigung lässt höher zu wünschen übrig, wie vorher auch. Natürlich behalten wir uns das eine Verteidigung noch. Der Katalysator 3 kosten. Oh, Unheil. Eine Leichenexplosion. Noch ein tödliches Gift schon verbessert. Das ist natürlich eine andere Frage. Ja, aber wir haben eher Blockprobleme gerade eigentlich. Beetsmühle. Das hier wird jetzt dicey. Ich fange gleich an mit dem Rumschlägern. Zweimal verteidigen jetzt. Ich glaube fast, ich muss. Obwohl natürlich springt eine Flasche schon leibend. Eine Wunde, 7x3. Ja, ich habe echt zu wenig verteidigen hier. Wenn wir das jetzt machen, bringt nicht wirklich so wahnsinnig viel. Yo! 16 Schaden. Er wird auch immer schlimmer. Ich mache gerade überhaupt keinen Schaden an ihm. Ich habe viel zu wenig Block gerade. Okay, jetzt können wir wenigstens mal neutralisieren. Something.
Nicht unbedingt gerade großartig, aber annehmbar zumindest. Ich glaube, ich gehe jetzt drauf, um ehrlich zu sein. Ich sehe nicht wirklich, wie ich diesen Kampf gewinne. Mit der Hand, die ich habe. Weil er wird ja auch immer übler. Ja, ich meine, ich bin tot, oder? Jo, das sind 18, das sind 20. Das wäre es gewesen. Nicht genug Block, um zu überleben. Oh, genau, wir haben Echsenschwanz. Das hatte ich auch schon vergessen. Upsi. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt meine große Rettung ist, um ehrlich zu sein. Jetzt haut er nämlich 25 drauf. Ich habe keinen Block. Und ich habe jetzt schon Katalysator verschwendet, leider, weil ich vergessen hatte, dass ich Echsenschwanz habe. Ich meine, Leichenexplosion will den jetzt killen. Leichenexplosion? Leichenexplosion? Leichenexplosion! Okay, wir haben knapp überlebt. Ich bin trotzdem immer noch kein Believer in dieses Deck hier. Rückwärts halt mal. Wir machen das, was wir immer machen bei Feuer mittlerweile, nämlich heilen. Zeig mir ein geiles Relikt, bitte. Ich meine, das behilft mir gerade. Jetzt könnte ich mir noch eine Karte loswerden. Wenn man schlaglos. Gehen dahin. Ja, aber ich habe fast keine Schlagkarten mehr, ist das Problem. Ihr zwei taugt es mir auch eher überhaupt gar nicht, wenn ich das in dieser Deutlichkeit sagen darf. Oh, mein Phantomkiller Dolchnebel. Ja. Unsere gesamten Angriffe sind darauf ausgelegt, dass wir Fertigkeiten spielen. Dafür kriege ich jedes Mal einen Benommen. Ich habe gerade nur Fertigkeiten auf der Hand. This is not great. Könnte man jetzt einfach so sagen. Man hätte vielleicht warten sollen, dass ich bekomme. Nein, hätte ich nicht. Wir behalten jetzt mal den Katalysator. Okay, der andere macht nichts. Das ist nicht schlecht. Die Sate für dich zu verschwenden, darauf habe ich eigentlich echt keinen Bock gerade. Nochmal zwei Schaden. Der Schwäch, ich bin nochmal um, macht sich selber stärker. Gleich wird es relativ unangenehm. Mhm, mhm. Messerscharf erkannt, Gumbo. Mein Katalysator Leichenexplosion, dann kriege ich immer noch 18 Schaden ab. Aber ich meine, ich kann eh nur 5 blocken. Und der behält dann sein Gift noch. Das Gute daran. Ja, nur 12 Schaden wegen Orichalkus. Nur unter Anführungszeichen. Ich habe einen verteidigen. Das ist nicht genug. Do I kill you? No. Ich bin auch noch geschwächt. Und es sind 12 Gifte, also. Nöp, das sind 10. Na, so oder so geht es sich nicht aus. Ich habe schon wieder Orichalkus, ich habe verteidigen können und hätte überlebt. Mann, nein, hätte ich nicht, weil ich natürlich dann Orichalkus nicht bekommen habe. Kein Mann, sondern. Ich habe aber die ganze Zeit verteidigt, wenn ich nicht hätte verteidigen müssen, oder wegen Orichalkus, weil ich dann mehr Block bekommen hätte. Also nicht jetzt, gerade im letzten Moment, aber vorher, glaube ich. Meh, das Deck war aber sowieso ein Schaß, ehrlich gesagt. Das hat mir nicht gefallen. Man muss eine gute Verteidigungssynergie bekommen, ansonsten hilft alles nichts auf Aufstiegsmodus 10 plus, glaube ich. Na ja, wurscht, ich hoffe auf jeden Fall, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Das ist der. Nein, ich kann nicht mehr reden. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da oder abonniert den Channel, aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.